Sommerfrische pur bei Landlust im Juli. Wir sind bei Familie Habina in Ostfriesland. Hier in der Gemeinde Ostermarsch, wo viele Menschen Urlaub machen und sich vom stressigen Alltag erholen, leben die Habinas auf einem Gulfhof aus dem 19. Jahrhundert. Ein so prächtiges Anwesen ist auch für Ostfriesland etwas ganz Besonderes. Frauke Habina steht jeden Tag in der Küche. Aber an den typisch ostfriesischen Klütje, auch Mehlpütt oder Puffert genannt, hat sie sich noch nie getraut. Ihre Schwiegermutter Johanne ist Klütje-Spezialistin und zeigt ihr, wie es geht. Erst kommt die Butter in die Schüssel. Ja. Und dann die heiße Milch drauf, damit sich das schon ein bisschen auflösen kann. Mhm. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann lassen wir das erst im Stehen, dann kann sich das so ein bisschen erwärmen. Ja, gut. Und jetzt tun wir da in den Topf heißes Wasser. Da habe ich ein Drahtsieb drin und das muss bedeckt sein. So, ich denke, ist das? Ja. Dann habe ich hier noch so eine Aluschale, wenn die Form drin ist. Und das fängt mal doll an zu kochen. In der Mitte ist ja in der Gugelhupfform ein Löchlein. Ja. Und wenn das da raussprudelt, das wäre dumm. Dann würde alles weich werden. Und deshalb habe ich mir diese, das ist so meine Idee. Ja, das ist doch gut. Jetzt lassen wir dies auch schön warm werden. Und dann denke ich, jetzt darf ich dies schon zur Seite stellen, auf den Ofen. Ich tue Zucker dazu. Die warme Butter lässt sich jetzt prima mit der warmen Milch verrühren. Für den Klütje-Teig nimmt Johanne einen Würfel frische Hefe. Zerkrümelst du die oder tust du wieder so? Ja, zerkrümelst du. Wenn ich ein bisschen zerkrümel, dann geht es ja einfacher. Ja. Jetzt gebe ich das Ei hinein. Mhm. So lange, bis das mit dem Rühren aufhört. Wenn du nicht mehr rühren kannst, dann fängst du an zu kneten. Das Mehl wird nach und nach dazugegeben. So. Und da waren die. Du mir den ganzen Rest da jetzt rein? Oder? Ja, mal gucken, wie viel du benötigst. So viel, bis der Teig nicht mehr an der Schüssel oder den Händen klebt. Ja, ich mag Klütje gerne, aber Hefeteig ist nicht mein Freund. Der Hefeteig und ich, wir mögen uns einfach nicht und deshalb geht er bei mir auch einfach nicht auf. Und weil es so bequem war, dass meine Schwiegermama mir den immer gemacht hat, habe ich dann auch darauf verzichtet, mit einem Lächeln im Gesicht diesen Klütje zu machen. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man weiß, wie es geht. Ruhig machen. Boah, es spritzt. Oh, der kann das auch gut ab, wenn er mal ordentlich richtig von oben rein. Das Donnerwetter. Mache er sehr gerne. Und naja. Ich schlage Luft rein. Der Hefeteig, der soll richtig weich werden. Und wenn ich ihn ordentlich schlage, so viel mehr Luft kriege ich da rein. Und wenn er richtig schön weich ist, so viel besser geht er auf. So. Und hinein, Onkel Otto. Und du drückst den dann auch so ein bisschen an. Ja, so ein bisschen andrücken, das darf wohl. So, jetzt nehmen wir den Topf, der ist jetzt auch lecker warm. Die Klütjeform, die hat oben ist nicht offen. Und dann gibt es da einen Deckel drüber, den man richtig mit Klammern schließt. Aber er könnte ja auch mal höher werden. Mir ist dies lieber. Ich kann dann reingucken. Das finde ich immer so praktisch mit diesem Loch. Kann ich das so fallen lassen. Ja. Und der Deckel drüber. Mhm. So, und jetzt ist er schön, schön eingepackt. Eingepackt. Und dann kann der Klütje erstmal aufgehen. Ja, und wenn er aufgegangen ist, dann stellen wir erst den Ofen an. Der Teig muss jetzt etwa 30 Minuten in der gefetteten Form gehen. Anschließend wird er in der Gugelhupfform im Wasserbad eine gute Stunde bei mittlerer Hitze durch den aufsteigenden Dampf gegart und darf dabei auf keinen Fall mit dem Wasser in Berührung kommen. Der Klütje hat bei den Habinas eine besondere Tradition. Seitdem wir verheiratet sind, bekommen wir jede Woche
am Mittwoch, den Klütsche. Und das war für mich immer ein Leibgericht und es ist nach wie vor. Darum wurde ich gebeten, als wir geheiratet haben. Das fand ich so langweilig. Man kann doch nicht jede Woche Klütsche machen. Dann bin ich angefangen mit Dampfnudeln oder mit Hüdel so auf Birnen und im Topf kochen. Und dann sagte er zum Donnerwetter, wann kriege ich jetzt endlich mal meinen richtigen Klütsche? Und seitdem machen wir den einfach so. Klütje isst man auch deftig, mit Zuckererbsen und Speck. Aber die Habinas mögen es gern süß, mit Obstkompott und Vanillesoße. Hast du nicht von Oma verholt? Als ich klein war. Als du klein warst, ja? Da schmeckte diese Vanillesoße mit Birnensaft besser als jetzt. Nein, als du klein warst. Ich kann mich erinnern. Das ist gar nicht so lange her. Als ich klein war, ist das schon länger her gewesen. Das weiß ich auch, Papa. Doch. Also der Klütsche ist total super geworden. Schmeckt nicht nur lecker, sieht auch noch gut aus. Danke. Danke, danke, danke. Besonders typisch für diese Gegend im Norden sind die Wassergräben, auch Grachten genannt. Angelegt wurden sie, um das Land zu entwässern. Heute sind sie ein Biotop für viele Tiere und Pflanzen, wie die Butterblume. Gerade brüten und schlüpfen die selten gewordenen Teichhühner, auch Teichrallen genannt. Beobachtet nicht nur von diesem kleinen Buntspecht. Guck mal, jetzt kommt es angeschwommen. Da, an der Seite, unter den herabhängenden Zweigen. Da kommt es jetzt. Mhm. Jetzt tut es so, als wenn das nicht ihr Nest ist, damit wir als Beobachter gar nicht erkennen, dass das ihr Nest sein könnte. Jetzt tut es so, als wenn es nur ein bisschen Futter sucht. Und jetzt steigt es hoch. Und jetzt kannst du sehen, dass es grüne Füße hat. Zack. Und jetzt sitzt es wieder auf dem Eiern. Eigentlich muss ich diesen Baum da schon längst aus dem Graben nehmen. Aber das kommt jedes Jahr wieder und brütet da. Und ich finde das ganz schön. Da kommt kein Iltis ran und so. Das ist ganz schlau gewesen. Leider sind die schon fast vom Aussterben bedroht. In dem flachen Gewässer der Grachten finden die Teichrallen beste Bedingungen zum Brüten. Das tun sie häufig auch zwei und unter optimalen Bedingungen sogar dreimal im Jahr. Beim Brüten wechseln sich Männchen und Weibchen ab. Bis die Küken schlüpfen, dauert es etwa 20 Tage. Dadurch, dass die Küken, selbst wenn die geschlüpft sind, da erstmal in Sicherheit sind, weil die mitten auf der Gracht schwimmen, finde ich das so schön, dass ich eigentlich keine Eile habe, diesen Stamm dazu entfernen. Das ist Peters Schwiegermutter Edda. Sie näht heute ein buntes Sonnensegel für die heißen Sommertage. Meine Tochter hat jetzt drei unterschiedliche Stoffe besorgt. Einmal zwei ganz leichte Baumwollstoffe und einmal einen etwas festeren Baumwollstoff, der unseren ostfriesischen Wind aushält. Und davon machen wir jetzt 6 Stücke und die nähen wir in Art Patchwork zusammen. Kleine Unebenheiten werden nachher ausgeglichen. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, Bietje schäf, het Gott lief. Oder für Nicht-Ostfriesen, bisschen schief, hat Gott lieb. Edda legt die beiden Lagen Stoff rechts auf rechts und heftet sie zusammen. Den festen Stoff lässt sie dabei einen guten Zentimeter überstehen. Ich habe dann später unsere Kinder benäht mit Kleidern und mir selber meine Abendkleider genäht, denn damals ging man noch zu Bällen in Ostfriesland. Und das war immer sehr schön, 3-4 Bälle im Jahr. Und dann haben wir also uns unsere Kleider selber genäht. Gut.
Im Abstand von 1,5 cm zur Stoffkante näht Edda die beiden übereinander liegenden Stoffteile zusammen. Das ist jetzt die Kappnaht, die ich erst einfach genäht habe und dann das Ganze nochmal umgeschlagen habe, sodass also hier ein fester Rand entsteht. Das nennt man eine Kappnaht. Diese Kappnaht ist sehr robust. Das Sonnensegel soll ja schließlich auch bei Wind und Wetter halten. So sieht's jetzt aus. Jetzt drehe ich es noch um. Und jetzt befestige ich diese Seite hier nochmal auf dem Stoff. Also ich nähe diese Naht nochmal entlang, damit das hier fest sitzt. Ja? So hält's ganz sicher. Das fertige Sonnensegel soll 3 Meter lang und 1,50 Meter breit sein. Jetzt habe ich überall rundherum einen breiten Saum genäht. Und da ist die Öffnung groß genug, um eine Bambusstange hindurchzuführen. Und hier ist genügend Platz an beiden Seiten, um da noch ein schönes Tau anzumachen, damit das Ganze auch in den Baum gehängt werden kann. Dämmantau. Edda ist gespannt, ob Frauke und Peter ihr Werk gefällt. Oh, da kommt das Sonnensegel. Wow, das sieht klasse aus. Ja. Super, und so fröhliche Farben. Schön, richtig super. Wollen wir es gleich aufhängen? Oh ja, lass mal gleich testen, wie es aussieht. Peter hat für die Konstruktion auch schon alles vorbereitet. Noch eine weitere Bambusstange für die zweite Schlaufe und Seile, um das Sonnensegel in den Bäumen zu befestigen. Wie praktisch, dass hier gerade ein Baum wächst. Sonst hätten wir einen pflanzen müssen. Was ist ein Keks unterm Baumbär? Ein schattiges Plätzchen. Das ist sie. Nein, tu ich nicht. Nein, nein, nein. Und was meinst? Super, oder? Ja, das mein Kleid. Ich auch. Ist total klasse. Der Heiligenberg von Bruchhausen-Vilsen. Das Naherholungsgebiet im Süden des Landkreises Diepholz. Ein Spaziergang ist hier zu allen Jahreszeiten eine wahre Freude. Jetzt im sommerlichen Juli aber ganz besonders. Die süßen Walderdbeeren reifen in den Lichtungen und am Waldesrand und laden zum Naschen ein. Die Walderdbeere ist quasi die kleine Schwester der Gartenerdbeere. Ihre kugeligen Früchte werden maximal 1 Zentimeter klein. Wirklich groß aber ist dafür ihr Aroma. Kräftig, erdbeerig süß. Die Walderdbeere gehört zu den Rosengewächsen. Und von Ende Juni bis in den späten Herbst produziert sie laufend neue Blüten und Früchte. Kai Masan ist der Chefkoch vom Forsthaus Heiligenberg. Er schätzt die süßen Walderdbeeren sehr. Hat einen super ehrlichen, einfachen Erdbeergeschmack. Rein natürlich. Wald- und Gartenerdbeeren sind echte Vitamin-C-Frachter. Außerdem fördern sie die Verdauung. Aus ihnen kann man richtig leckere Desserts machen. 3 zeigen wir Ihnen jetzt. Zuerst eine Erdbeerenschichtcreme. Dazu braucht man Erdbeeren, Schichtkäse, Orangenlikör, Limetten, Sahne, Zucker und Haselnusskrokant. Zunächst müssen 250 Gramm Erdbeeren geputzt und mundgerecht geschnitten werden. Jetzt mariniere ich die mit Orangenlikör und Zucker und ein bisschen Limettenabrieb. Circa
6 cl. Ein bisschen Zucker. Und Limette. Ich nehme jetzt extra bewusst keine Zitrone, weil die Limette verkörpert Sommer, Sonne, Frische. Einfach, das ist eigentlich der ultimative Sommerkick. Jetzt verrührt Kai Marzahn vorsichtig die Marinade mit den Erdbeeren und gibt die Hälfte davon direkt in die Gläser. So, ich nehme jetzt 250 Gramm Schichtkäse. Gramm Zucker. Und 40 Milliliter Sahne. Das verrühre ich jetzt. Ich nehme jetzt Schichtkäse. Der kommt hier aus der Region. Schmeckt absolut klasse. Toll. Tolles Produkt. Aber man kann auch ersatzweise einen Frischkäse nehmen oder einen körnigen Frischkäse. Je nach Belieben. Auch hier schmeckt Kai Marzahn wieder mit fein geriebener Limettenschale ab und gibt die Masse zu den Erdbeeren im Glas. Und jetzt mache ich noch ein paar Erdbeeren drauf, dass es auch wirklich eine Schichtkäse-Creme ist. Feine Streusel aus Haselnusskrokant drüber und fertig ist das niedersächsische Erdbeer-Tiramisu. Als nächstes gibt es eine Erdbeer-Honigmelonen-Kaltschale. Dazu benötigen wir Orangensaft, Erdbeeren, Honigmelone, einen Schuss Sekt und frische Minze. Auch hierfür müssen wieder 250 Gramm Erdbeeren geputzt und geschnitten werden. Die füllt Kai Marzahn dann in ein hohes Gefäß. Danach eine Honigmelone aufschneiden und löffelweise dazugeben. Also ich habe jetzt eine Cantaloupe-Melone genommen, eine Netzmelone. Wenn ich sie klopfe und sie sich dumpf anhört, ist sie unheimlich gehaltvoll, richtig viel Fruchtzucker. Wenn sie sich sehr stumpf anhört, dann ist sie unreif, ein bisschen säuerlich. Wenn sie aber nachgibt, dann ist sie über den normalen Punkt hinweg. Je reifer die Melone, desto weniger Zucker brauche ich für meine Kaltschale. Mit einem Kartoffelstampfer oder wer es flüssiger mag, mit einem Mixer pürieren. Das Ganze in die ausgehöhlte Melonenschale geben. Sekt auffüllen, mit frischer Minze und einigen Walderdbeeren garnieren, fertig. Bei einem Dreierlei von der Erdbeere darf ein Granitee nicht fehlen. Ein Kratzeis, wie aus guten alten Zeiten. Einfach Erdbeeren mit Apfelsaft marinieren und direkt in die Gläser geben. Für das Eis püriert Kai Marzahn 150 Gramm Erdbeeren mit etwas Apfelsaft. Diese Flüssigkeit gibt der Chefkoch dann nochmal durch ein feines Sieb. Damit die kleinen Kerne hier rauspassiert werden. Es ist ein schöneres Mundgefühl. Ich für mich betrachte das als ein bisschen eleganter, weil wenn sie raus sind, merkt es keiner. Wenn sie drin sind, stört es jeden. Und das gebe ich jetzt für 6 Stunden in den Froster. Das entstandene Eis auf die eingelegten Früchte geben. Auch hier garniert Kai Marzahn mit der süßen Walderdbeere. Das Dreierlei von der heimischen Erdbeere ist angerichtet. Die Rezepte finden Sie wie immer im Internet und im Videotext. Zurück nach Ostfriesland auf den Gulfhof von Familie Habener. Ja, komm runter, gucken. Komm du auch runter? So, jetzt müssen wir den eben rüberschubsen. Dreh den mit einem rum. Eben rumdrehen. Drehen. Alle drehen. Drehen. Schuka. Peters so, Töchter Volke und Fenner sind echte Pferdemädchen. Ja? Endlich mal wieder ein Grund für Peter, seine geliebte Kettensäge anzuschmeißen. Er will Holzpferde aus alten Baumstämmen bauen. Aus einem alten Pappelstamm hat Peter den Rumpf gesägt.
Jetzt kommen die Aussparungen für die Beine in den Stamm. Volker und Fenner sind schon sehr gespannt, wie ihre Pferdchen einmal aussehen werden. Aber es ist noch viel Arbeit, bis sie das erste Mal aufsatteln können. Für die vier Balkenbeine, auf denen das Pferd stehen soll, bereitet Peter die Aussparungen vor. Wichtig ist, dass die Holzpferdbeine später einen festen Stand haben. Die Kellerasseln, die sich in dem alten Holz eingenistet hatten, müssen sich jetzt eine neue Unterkunft suchen. Guck, Fenner. Das setzen wir ein, schrauben das fest oder nageln das fest. Hier genauso. Aber mit großen Schrauben. Aber mit großen Schrauben. Früher war das Haus das Zuhause und jetzt ist die Familie mein Zuhause, mein ruhender Pol, wo ich hinkomme, wo ich sein möchte. Das ist egal wo, aber Hauptsache bei denen. Das ist der Mittelpunkt meines Lebens geworden. Okay, jetzt Volker, on. Und raus damit. Ja! Holla die Waldfee. Manchmal läuft's. So. Guck. Peter lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um seine Töchter zum Mitmachen zu motivieren. Aus Spaß gibt er jedem Hammerschlag einen Namen. So, jetzt. Gib mir einen Namen. Lukas. Franz. Fritz. Gustav. Hau. Schief. Okay, der ist schon mal schief. Halt jetzt, Papa. Den Rest machst du eh. Okay. Darf ich bei dir auch noch mal, Volke? Ja, ein bisschen müde ist, aber nicht so doll müde. Nur müde. Okay, müde ist er jetzt. Nicht. Okay, dann hau ihn rein. Mann, das ist immer noch nicht müde, Papa. Manchmal werden die sich auch ganz erbärmlich, das weiß ich wohl. Mach du mal, Papa. Gute Nacht, Nagel. Schlaf gut. Schlaf gut. Frauke kümmert sich in der Zwischenzeit um die Dekoration der Holzpferde. Die sollen schließlich auch noch eine Mähne und einen Schweif bekommen. Für die Pferdeschweife nehme ich Sisalband. Das sieht im Original so aus. Und damit es etwas fülliger wird, drösel ich das alles auseinander. Also mein Mann, der Peter, der macht alles, wo man mit der Motorsäge irgendwas machen kann, wo man Krach machen kann und was so die groben, die schweren Sachen sind, das kann ich einfach auch nicht. Und dies hier ist eindeutig Frauenarbeit, Fummelkram, da hat er keinen Nerv zu. Dafür ist Peter mit den groben Arbeiten schon ordentlich vorangekommen. Das erste Pferd steht. Wenn heute irgendwie ein Wunsch geäußert wird von Kinderseite und sie möchten irgendwas haben, dann versuchen wir das in einem gemeinsamen Projekt zu machen. Und manchmal klappt's auch. Peter setzt den Hals mit einer langen Schraube an den Rumpf und montiert den Kopf, den er aus Eschenholz geschnitzt hat. Guck im Volke. So hatte ich mir das gedacht. Machst du's schön. Gleich? Wunderschöner Kopf. Ja, guck, dann haben wir doch alle Maßgaben erfüllt. So, das grobe Werk ist verrichtet. Bis der richtig fertig ist, kommen noch Ohren, eben sehen was mit den Augen. Aber vom Prinzip her, ich höre das Pferd schon wie an. Fehlen nur noch Schweif und Mähne. Kommt die Mähne. Ja, pass auf, du kannst dich da am besten oben drauf setzen. Ich habe Angst, Mama, weil mein Pferd wacht. Jetzt können wir. Guck mal, das Pferd wird schön blond hier. Gibst du mir noch einen? Nicht einen Nagel, gib mir bitte noch eine Mähne. Einmal Mähne, danke schön. Fast so schön wie ein echtes Pferd. Dafür hat Peter keine Mühe gescheut. Natürlich kann man ein solches Spielpferd auch mit weniger Aufwand eine Nummer kleiner bauen. Das von Fenner hat sogar schon einen Namen. Mein Pferd heißt Sabrina. Thank you.
das alte Land bei York. Ihre reichhaltige Obsternte verdankt die Gegend auch den vielen Bienenvölkern. Sie sorgen für die Bestäubung der Blüten und damit für den Kreislauf der Natur. Die Bienenstöcke sollten möglichst an Plätzen stehen, wo viele Pflanzen blühen. Bei diesen sogenannten Trachtpflanzen saugen die Tiere den Nektar ab und machen daraus den Honig. Imker Michael Bauer bringt an diesem Morgen seine Bienenvölker an einen neuen Standort. Was die wenigsten wissen, jeder kann seinen eigenen Honig machen. Jemand, der überhaupt anfangen will zu imkern, würde ich sagen, schafft euch ein Volk an, natürlich von einem Imker, und schaut es euch erstmal an und beobachtet einfach. Weil das sind eigentlich die schönsten Momente, zu gucken, wie die Bienen ein- und ausfliegen, wie sie Pollen eintragen, wie sie auch am Flugloch schon miteinander kommunizieren. Michael Bauer betreibt die Altländer Honigmanufaktur. Er hat das Imkerhandwerk von der Pike aufgelernt und empfiehlt allen Interessierten, auf jeden Fall am Anfang einen professionellen Imker aufzusuchen und um Rat zu fragen. Fertige Bienenkästenbausätze kann man für rund 200 Euro bekommen und nach Anleitung ohne größere Vorkenntnisse zusammensetzen. Zum Bausatz gehören auch Holzleisten, an denen die ersten Bienenwaben aus Wachs befestigt werden. Die Bienen bauen weitere Waben an und laden dann ihren Honig darin ab. Also die Bienenkiste ist halt für Naturliebhaber, denn die Biene wichtiger ist als der Honig. Wir haben ja jetzt auch im Unterschied zur klassischen Imkerei hier keine Rähmchen, die wir dann schleudern. Das sind einfache Leisten, an denen die Biene dann ihren Wildbau. Wir geben eine kleine Richtung vor, aber den Rest macht die Biene ganz alleine. Oft geben professionelle Imker Bienenvölker ab, wenn ihre Populationen zu groß geworden sind. Die Preise liegen zwischen 80 und 120 Euro pro Bienenvolk. Wer Glück hat, findet sogar einen Imkervater, der hilft, die Bienenkiste mit dem ersten eigenen Bienenvolk zu bestücken. Wenn man sich ein Bienenvolk zulegt, dann sollte man darauf achten, dass das Grundstück nicht zu klein ist und dass man so ein bisschen auch mit den Nachbarn sich verständigt und denen jetzt nicht einfach da einfach ein Bienenvolk vor die Tür setzt, sondern schaut, wie reagieren die eventuell. Michael Bauer will den leckeren Sommerhonig ernten. Anfänger sollten bei diesem Arbeitsschritt vorsichtig sein. Die Wächterbienen, die am Flugloch patrouillieren, können auch mal zustechen. Also wenn man ein Bienenvolk halten will, dann sollte man sich erstmal so ein bisschen die nähere Umgebung angucken. Wie sieht eigentlich diese Trachtsituation aus? Also blüht das ganze Jahr über etwas, dann kann ich auch Honig gewinnen und dann tue ich den Bienen auch was Gutes. Es geht dann auch in der Stadt, aber man sollte wirklich schon gucken, dass eben zumindest Lindenbäume oder vielleicht auch Akazien, die oft in der Stadt auch zu finden sind, vorhanden sind. Imker Michael Bauer will die Rähmchen aus den Bienenkästen ziehen und nimmt den Bienen damit im Grunde ihre Nahrung weg. Als Ersatz gibt er seinen Bienenvölkern einen speziellen Zucker, den es beim Imkerbedarf zu kaufen gibt. Der kommt direkt in den Bienenstock. Die Bienen haben die Waben mit ihrem Wachs versiegelt. Michael Bauer öffnet vorsichtig die einzelnen Waben mit einer speziellen Gabel. Diesen Vorgang nennt der Imker Entdeckeln. Der frische Honig kann jetzt aus den Waben herausfließen. Hobbyimker können sich über die Imkervereine Geräte für die Honigverarbeitung leihen. Michael Bauer benutzt eine Handschleuder, um den Honig von den Waben zu trennen. Ein Sieb sorgt dafür, dass kleine Wachsteilchen, die sich noch im Honig befinden, aufgefangen werden. Also für die Hobbyimker ist es eigentlich genauso wichtig wie für auch die Berufsimker, dass der Honig eigentlich feincremig bleibt. Das heißt, dass er sofort nach dem Ausschleudern anfängt, den Honig durchzumischen, also mit durch
Auf- und Abbewegung mit diesem Handstampfer. Und das heißt rühren. Immer wieder rühren. Das kann eine Woche dauern. Das kann auch mal ein bisschen länger dauern. Das sieht man nachher. Ein erfahrener Imker erkennt es an einem Perlmuttglanz, den der Honig dann entwickelt. Und dann weiß ich, jetzt ist er bald fertig. Und ein Hobbyimker könnte ihn dann auch abfüllen. Honig enthält wertvolle Mineralstoffe und Enzyme. Er ist ein hundertprozentiges Naturprodukt ohne jegliche Zusatzstoffe. Und selber imkern lohnt sich. Also als Hobbyimker, wenn ich mir jetzt eine Bienenkiste zulege, eine ganz simple Konstruktion und den Bienen einfach nur zugucke, habe trotzdem ungefähr 8 Kilo Honig im Jahr. Und ich denke mal, das ist für den Privatverbrauch wirklich ausreichend. Ich habe jetzt meinen Sommerhonig frisch geerntet und da weiß ich, warum ich Imker geworden bin. Weil das ist ein Geschmack, den kann man nur selber erleben. Frisch geernteter Honig ist ja, Natur pur. Besser geht's nicht. Wieder auf dem Hof von Familie Habina. Großvater Andreas ist mit seinen Enkelinnen Fenner und Volke auf dem Weg in den Garten und will Holunderblüten pflücken. Sie blühen ganze 3 Monate lang. Die Erntezeit der schwarzen Beeren ist erst im August und September. Neben seiner Blütenpracht und dem süß-herben Duft, den er verbreitet, hat Holunder auch noch einen tollen Geschmack. Und Andreas weiß, wann man Holunderblüten am besten erntet. Und nun, in der Mittagszeit sollten wir Blüten pflücken. Und diese Blüten sollen dann besonderes Aroma haben und deshalb machen wir das so. Also, Fenner jetzt Heidi Witzka. Wie sagte man bei Aschenputtel, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, nicht? Die Oma nimmt diese Blüten und setzt sie mit Apfelsaft an und macht daraus dann einen Gelee. Apfelsaft? Ja, lecker, siehst du? Das ist toll. Und dieser Gelee, der ist auch sehr lecker. Und den mag ich ganz besonders gerne mit Vanilleeis. Oma Johanne hat schon alles vorbereitet. Die frisch gepflückten Blüten wurden 24 Stunden in Apfelsaft eingelegt. Man sollte sie besser nicht waschen, denn dann verlieren sie Aroma. Der Apfelsaft hat in diesen 24 Stunden so intensiv dieses Aroma der Holunderblüten angenommen, es riecht einfach toll. 10 große Holunderblütendolden auf 1 Liter Apfelsaft ergibt einen perfekten Sud. Den gießt sie jetzt durch einen dünnen Baumwollmullstoff, um die Schwebstoffe auszusieben, und drückt das Ganze kräftig aus. Bis zum letzten feinen Tropfen. Aber wir wollen ja alles haben. Zum Gelieren mischt Johanne 40 Gramm Gelfix mit 40 Gramm Zucker und rührt es in den Saft. So, jetzt kocht diese Flüssigkeit und jetzt kommt der restliche Zucker rein. Insgesamt 1 Kilo. Man kann auch noch eine Zimtstange dazugeben. Man kann aber auch die Holunderblüten in Sekt einlegen. Dann hat man eine ganz andere Variante. Jetzt muss dieses Kochen, das muss zur Ruhe kommen und da bildet sich oben Schaum und diesen Schaum nehmen wir ab. Das ist der Dreck, der sich da bildet. Zum Abkühlen gießt Johanne das heiße Gelee in einen Tonkrug. Die Geleegläser erhitzt sie bei 100 Grad im Backofen. So werden sie keimfrei. Die Gläser haben jetzt die richtige Temperatur. Wir haben mindestens 10 Minuten hier unten im Backofen gestanden. Nun
Nun kommt das warme Holunderblütengelee in die Gläser. Johanne hat dazu auch noch einen Tipp. Jetzt werden diese Gläser ordentlich verschlossen und auf den Kopf gestellt. Und da lassen wir sie 5 Minuten so stehen. Und dann hat sich ein Vakuum gebildet und dann ist es auch recht lange haltbar. Und nach einer Woche, dann hat sich das Aroma gebildet und dann schmeckt das ganz köstlich. Mein Mann isst es gerne zum Eis. Jetzt muss das Gelee also nur noch schön fest werden. Oh oh. Zu dem Hof der Habenas gehören große Weideflächen mit glücklichen Kühen. Denn darauf legt Peter großen Wert. Jede Kuh wird von Hand angemolken, um den Milchfluss zu stimulieren. So wie sein Vater einst ihm das Melken beigebracht hat, sollen es auch Peters Töchter von Großvater Andreas lernen. Aber sie will das gar nicht so gerne. Guck mal. Nun kommen wir nicht mehr. Komm. Also, wenn wir jetzt mit dem Melken beginnen, dann handhaben wir das so, als wenn wir versuchen wollten, dem Kalb das Trinken nachzuäffen. Und nun hat die relativ kleine Striche. Nun muss man mit dem oberen Finger abklemmen. Guck. Und weil sie das nicht oft gewöhnt ist, macht sie das gar nicht so gerne. Guck. Oben dicht klemmen und dann der Reihe nach unten hin die Finger zusammendrücken. Nun darf ich ja die andere Seite eben. Nun machen wir das. Siehst du? Das ist kein Produktionsfaktor allein, eine Kuh. Eine Kuh ist mehr. Eine Kuh hat Seele, eine Kuh hat Wesen. Eine Kuh ist einfach, ja, ein Herzstück des Betriebes. Moin! Moin! Hallo Silke! Hallo Frauke! Ein paar Kilometer weiter besucht Frauke Habenaar die Schneiderin Silke Wind in ihrem Atelier. Sie braucht einen neuen Rock. Statt Massenware von der Stange möchte sie etwas ganz Individuelles. So, guck mal, das ist ein Wickelrock und zwar mit 2 verschiedenen Stoffen. Einen gemusterten und einmal diesen unifarbenen. Und aus diesem unifarbenen ist dann auch der Gürtel, mit dem du das dann nachher zusammenbindest. Also ich habe hier zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass dir der auch gefällt. Ja. Ein Stoff, der ist ein bisschen dünner, der hat die Tupfen eingewebt, ganz toll. Passt super zu dem. Ist schön. Ist ja genau die gleiche Farbe wie die helleren Tupfen hier. Ne? Ja, genau. Ich glaube, ich brauche ganz viele Wickelröcke. Ja. Das ist der. Sehr schön, finde ich. Der. Der? Der ist meiner. Ja, schön. Super. Schneiderin Silke zeichnet zunächst den dunklen Stoff über ein Schnittmuster nach. Ich markiere die Nahtzugabe mit Seife, weil die Seife lässt sich wegbügeln und bei der Schneiderkreide hat man ganz leicht noch Rückstände, weiße Rückstände von der Kreide eben. Dann muss man ja nochmal die Abnäher auch übertragen. Das sind ja die für die Seitennähte, damit der nachher schön anliegt. Dafür nehme ich das Kopierpapier und übertrage mir die Abnäher auf den Stoff. So kann Silke genau sehen, wo sie die Abnäher setzen muss. Dann schneidet sie den unifarbenen Stoff nach dem gleichen Schnittmuster wie den dunklen zu. So, und das sind dann jetzt die 2 Rockbahnen. Einmal die helle Seite und dann ja die dunkle Seite. Ja, und diese beiden Rockbahnen müssen jetzt nur noch miteinander verbunden werden mit einer einfachen Naht. Das heißt, man hat auch nichts zu versäubern. Und ja, das ist dann der Wickelrock. Das hier ist der Bindegürtel. Und den schließe ich jetzt an 2 Seiten. Und zwar einmal die kurze Seite und die lange Seite. Eine kurze Seite hier lasse ich offen, um den dann gleich zu wenden.
Durch das Wenden liegen die Nähte jetzt innen und sind nicht mehr sichtbar. So, ich habe jetzt alle vier Abnäher gebügelt und auch den Bindegürtel gebügelt. Und jetzt kann ich diese drei Teile miteinander verbinden. So, jetzt habe ich die beiden Rockteile miteinander verbunden. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Rock. Und deswegen auch wirklich geeignet für Nähanfänger. Man hat nur zwei Rockbahnen und diesen Bindegürtel, die man miteinander verstürzt, also verbindet. Dann wendet man den Rock, bügelt noch die Kanten und im Prinzip ist er dann fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Knopfloch. Hallo. Hallo. Ich wollte mal das gute Stück begucken. Ja. So, hier ist dein Rock. Oh, super. Hast du einmal die Seite. Mhm. Da hast du den einen Knopf. Ja. Hier hast du den Gürtel. Das ist ja die andere Seite. Da hast du dann auch noch mal die elegante Seite. Genau. Da hast du dann auch noch mal den Knopf. Und die kannst du ja versetzen. Also, ja. Wenn sich deine Figur verändert, also kannst du es anpassen. Sehr praktisch. Ja. So, dann kannst du ihn mal einmal anprobieren. Ja, super. Du musst mir helfen mit der Schleife. Okay. Da fehlt mir so ein Stückchen irgendwie. Also pass auf, du gehst einmal jetzt von unten, ziehst du das nach oben, dass der Knopf auch noch so ein bisschen abgedeckt ist. Ja. Und dann ziehst du hier die Schleife. Nochmal von unten nach so, oben. So, genau. Und dann kannst du das noch so ein bisschen auseinanderdröseln. Genau. Super. Ja, so. Ja, ist doch perfekt, das sieht doch toll aus. Ja, sehr schön. Schön, das finde ich auch. So, Schatz, einmal für dich. Drehst du dich noch? Das Licht. Kannst du dir auch noch mal gucken? Und wie findest du es? Schick. Wenn die Blätter sich grün färben und Wort ist heut in der Grau, denn Wort dort hast, auf uns Fräsen hoch. Was wäre mein Leben langweiliger gewesen? Mein Gott. Und dann hast du mich angetanzt. So war das dann. Und dann dachte ich so, guck, der kann tanzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Jeder kann irgendwas. Ne? Und dann, eine Woche später? Habe ich bei dir angerufen. Ich wusste nicht, dass du im Kino warst. Ja, genau. Und als ich aus dem Kino kam, das weiß ich auch noch, ganz Auto voll Freundin, ne? Tür geht auf, wir steigen aus, da steht meine Mama schon in der Tür. Du, Frauke, hier hat gerade einer angerufen. Ein Peter Habener. Und während ich noch überlege, wer Peter Habener auch noch war, dann sagt sie doch zu mir, das ist ja der Sohn von Johanne. Und mit der war ich ja in der Schule zusammen, in einer Klasse. So ein netter junger Mann. Sie meinte mich, oder? Ja, ich glaube wohl. In der Regen von Rita drück, mein Sohn guten Gewandlöck. Sonst wird er nicht, denn es nur bin ich hart. Wenn die Blätter sich braun färben und wird es teilt in die Grauf, denn wird er tafst, ob uns Fräsen hoch. Uelzen in der Lüneburger Heide. Der Sommer ist eingezogen mit seiner üppigen Blütenpracht und den langen, warmen Tagen. Für viele ist der Juli der schönste Gartenmonat im Jahr. Wir sind bei Axel Becker und seiner Familie. Sie nutzen die langen Tage, um in ihrem Garten zu werkeln und ihn noch schöner zu machen. Bei den Jungen, Silke und Ole, stehen eine Rosenpflanzung und der Heckenschnitt an. Axel will noch nützliche Helfer in Trullas Gemüsegarten locken. Tschüss.
Axel Becker füllt selbstgefertigte Tonkugeln mit Kokosfasern. Doch wer bezieht nun diese kuscheligen Wohnkugeln? Vorwiegend Ohrenkneifer, die ja nachtaktiv sind und vor allem vorwiegend Läuse vernichten. Und die nehmen das tagsüber als Rückzug, als feuchtes und dunkles Rückzuggebiet und haben da nicht solche langen Wege vom Boden bis zu den Läusen, sondern können direkt rangehen. Und das ist natürlich eine effektive Sache. Auch wenn sie manchmal an Gartenfrüchten naschen, Ohrenkneifer sind sehr nützlich. Ihren Namen tragen sie zu Unrecht, denn an menschlichen Ohren knabbern sie nicht. Woher diese Gerüchte kommen, weiß der Henker. Das ist genauso absurd wie die Eulen, wenn ein Waldkauz ruft, das ist der Totenvogel, da stirbt jemand und alles so ein Schwachsinn. Leider Gottes kursiert das teilweise noch. Zum Aufhängen benutzt Axel Becker Kupferdraht. Man kann auch auf dem Boden umgedrehte Tontöpfe nutzen, in die man Stroh steckt. Auch später im Jahr sind solche Behausungen gut für nützliche Nachmieter. Die Ohrenkneifer gehen im Herbst in den Boden zur Überwinterung. Dafür kommen dann die Florfliegen, die angezogen werden von der rotbraunen Farbe. Und das sind diese kleinen, gelbgrünen, ganz zarten Fliegen, die auch im Volksmund Läuselöwen heißen, die unglaublich viel Läuse vertilgen. Die Florfliegen überwintern in den Behältern. Bei starkem Frost sind sie da am besten geschützt. Im Frühling kommen sie wieder nach draußen und schwärmen aus. Der Juli ist die schönste Zeit der Rosenblüte. Aber auch jetzt kann noch gepflanzt werden. Silke hat sich für eine Lenzrose entschieden. Eine robuste, wunderbar blühende Sorte. Wie bei allen Rosen muss vor dem Pflanzen kräftig gebuddelt werden. Das Pflanzloch einer Containerrose sollte sehr tief sein, um die Veredelungsstelle zu bedecken. Bei dieser Rose sieht man das nicht, aber hier sieht man sehr gut die Veredelungsstelle und ja, mit 2 Finger breit müsste die Rose bedeckt sein. Denn diese Veredelungsstelle ist frostempfindlich und die Erde wird sie vor Winterschäden schützen. Silke mischt den Aushub mit Rosenerde sowie Ton- und Gesteinsmehlen, damit die anspruchsvolle Pflanze einen guten Start erhält. Auch der Standort der Rose ist entscheidend. Rosen sollten sonnig stehen, nicht zu windgeschützt, damit der Wind in die Rose, in die Blätter gehen kann. Dann bekommen die Rosen auch weniger Blattkrankheiten. Noch ein Klettergerüst über die Rose? Das ist wichtig, denn diese Sorte kann bis zu 4 Meter hoch werden. Und das noch in diesem Herbst. Damit sie gut anwachsen, müssen neu gepflanzte Rosen, gerade jetzt im Juli, regelmäßig gewässert werden. Auch Thorla Becker weiß, dass das Gießen im Sommer nicht nur notwendig, sondern eine kleine Wissenschaft für sich ist. Sprengen sollte man morgens, solange es noch kühl ist. Denn dann erschrecken sich die Pflanzen nicht so sehr, wenn sie mit dem kalten Wasser in Berührung kommen. Danach gehen sie frisch gestärkt in den warmen Julitag. Auch die Wassermenge spielt eine große Rolle, wie Thorla Becker weiß. Ganz wichtig, durchdringend zu wässern. Nicht mal eben so oberflächlich, dass die Pflanzen schön glänzend grün aussehen, der Boden schwarz und man selber ist erfrischt. Durchdringend muss gewässert werden und lieber tagelang aussetzen. Dann wurzeln die Pflanzen tief, suchen unten noch Wasser und entwickeln sich viel besser, als wenn nur oberflächlich gewurzelt ist. Mit Wurzelwerk, das nur oberflächlich wächst, können Pflanzen bei Trockenheit nämlich ganz schnell eingehen. Wer morgens gießt und nicht abends, hat noch einen weiteren Vorteil. Blätter trocknen viel schneller ab. Und das ist ganz wichtig, weil Pilzsporen vorhanden sind von Mehltau, Sternrußtau. Und die verteile ich mit dem Regen. Und morgens trocknen die Blätter schneller ab und die Gefahr ist gebannt. Weiches, abgestandenes Regenwasser wird übrigens von den meisten Pflanzen viel besser vertragen als hartes, kaltes Wasser direkt aus der Leitung. Nachdem in seiner Hecke keine Vögel mehr brüten, kann sich Ole jetzt dem Heckenschnitt widmen.
Beim Lebensbaum, also der Thuja, sollte man nicht ins alte Holz schneiden, weil die Pflanzen von dort aus nicht wieder austreiben. Also immer etwas Grün stehen lassen. Jetzt Anfang Juli ist es ein sehr günstiger Termin zum Heckeschneiden, weil wir keinen so starken Durchtrieb mehr nach oben bekommen. Das heißt, die Hecke behält ihre Form und ich bekomme mehr Dichtigkeit im unteren Teil der Hecke. Das ist entscheidend. Wenn ich im Frühjahr schneide, bekomme ich viel Masse, viel Zuwachs. Und wenn ich zu viel Zeit habe, dann schneide ich im Frühjahr. Also jetzt ist gut. Die Hecke sollte sich durch den Schnitt nach oben hin verjüngen. Dann bekommt auch der untere Bereich genügend Licht und verkahlt nicht. Am besten schneidet man bei bedeckter Wetterlage. Dann verbrennen die Schnittstellen nicht so wie im gleißenden Sonnenlicht. Der Lohn der Mühe, die Hecke wird zum perfekten, immergrünen Rahmen für die sommerliche Blütenpracht. Das Hahnenmoor im östlichen Emsland. In der Nähe des Naturschutzgebietes liegt der kleine Ort Doren. Hier lebt Familie Starmann auf einem Bauernhof, dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert reichen. Tochter Ellen hilft ihrem Vater Paul am liebsten beim Füttern. Und auf dem Starmannschen Hof leben ganz besondere Tiere. Diese Glöckchenschweine zum Beispiel sind eine sehr selten gewordene Rasse. Sie brauchen viel Zeit, um groß zu werden und passen deshalb nicht in die industrielle Landwirtschaft. Die müssen was haben hier. Guck mal, die sind ganz hungrig. Da kriegst du was, Klau. Ich da mal hin? Oh. Das ist der für das ist das Fressen, ne? Diese Bommeln am Hals sind das Kennzeichen der Glöckchenschweine. Allerdings trägt nur jedes dritte solche Hautausstülpungen, über die man bisher kaum etwas weiß. Die Rasse kommt ursprünglich aus Dänemark. Diese Glöckchenferkel sind jetzt 3 Tage alt. Ellen füttert sie am liebsten, weil sie so niedlich sind. Der Hof der Starmanns ist eine anerkannte Nutztierarche, wo die bedrohte Art gezüchtet wird. Wie soll die da hingehen? Guck mal, die spielen schon ein bisschen. Weißt du das? Mhm. Die zanken sich. Ich glaube, das ist ein Spiel, wir zanken. Ich zank dich und du zankst mich. Bei den spielenden Ferkeln sieht man ganz deutlich, eines hat die typischen Glöckchen, ein anderes nicht. Auf der Nutztierarche der Familie Starmann leben neben üblichem Federvieh auch ganz besondere Hühner. Was aussieht wie eine Laune der Natur, ist in Wirklichkeit eine sehr seltene und wertvolle Rasse. Ein toller Mann. Ja, das ist ein Ayam-Kemani-Hahn. Das Besondere an diesen Hühnern ist, dass alles schwarz ist. Und dieses Huhn kommt ursprünglich aus Indonesien. Und dort ist das auch ein ganz besonderes Huhn, weil dort geben die Menschen fast einen Monatslohn, um so einen Huhn für besondere Anlässe zu essen dann, also von der Geburt oder einer Hochzeit. Auf dem Hof gibt es jetzt auch doppelt kuscheligen Nachwuchs, über den sich Ellen besonders freut. Sieh, wie lieb die sich haben. Wir verstehen sich eben. Die sind beide gleich flauschig. Das ist so flauschig wie das. Die haben beide so das gleiche Fell. So, hat er ein Kaninchenfedern oder ein Huhn? Ein Huhn. Richtig, Ellen. Aber ob Federn oder Fell, Flausch ist Flausch. Ellen und ihr Vater bringen die niedlichen Tierkinder zurück in den Stall. Drinnen in der Küche wartet Irmgard Starmann auf ihren Mann und ihre Tochter. Sie wollen gemeinsam backen. So, ich mache jetzt schon mal den Teig für unser Gemüsebrot. Hilfst du, Papa, Kräuter schneiden?
Aber hier drauf schneiden, ne? Also dass das hier hinfällt. Ja, macht nichts, wenn mal einer wegflutscht. In das Gemüsebrot gehören Paprika, Zwiebeln und Möhren. Zu 900 Gramm Dinkelmehl gibt Irmgard einen halben Hefewürfel und einen Schuss handwarme Buttermilch. So, jetzt nehmen wir ein Tuch. Jetzt decke ich das ab. Dann können wir es ein bisschen wegstellen. Das ist schön warm und jetzt wächst die Hefe, jetzt wird es mehr. Ellen hilft gern in der Küche und schneidet Liebstöckel, Schnittlauch und Petersilie. Der Teig ruht inzwischen 15 bis 20 Minuten lang. Guck mal, wie weit der Teig ist. Ich meine, die sind dann anschließend aber auch nicht mehr roh. So, also das, die sind dann schon gekocht. Ja, gebacken. Ja, das backt ja eine ganze Stunde, das Brot. Dann sind die Zwiebeln auch gut. So, das sieht schon ganz gut aus hier. Du darfst jetzt hier die Kräuter reinschütten. Nicht so wild, dann fällt das ja hier quer durch den Raum. Das Gemüse kommt gewürfelt in den Dinkelhefe-Kräuterteig, der anschließend kräftig durchgeknetet wird. Das schmeckt noch nicht. Oder schmeckt es dir? Noch nicht. Einmal testen, ne? Schmeckt das Mehl. Ja. Versuch mal, es ist schon ganz schön schwer. Erst hochnehmen. Erst hochnehmen das Brot, rechts und links anfassen, genau. Hochnehmen! Ist das schwer? Hm? Ja. So, oh, das klappt hier gut. Drücken. Mhm, jetzt streue ich da noch Mehl drauf. So, jetzt mal runterdrücken. Ja. So, wieder an der Seite anfassen. Kannst du das nehmen mit beiden Händen? Nun muss der Teig in einem gusseisernen Topf eine Nacht lang ruhen. Ja. Am nächsten Morgen im Garten der Familie Starmann. Anfeuern für Papas Spezialgericht. Kochen auf offenem Feuer. Das ist ein Job für Paul Starmann. Da lässt er sich von keinem reinreden. Und dafür schält er sogar Kartoffeln und Gemüse selbst. Alles zusammen kommt in einen gusseisernen Topf. Kann ich das auch schon gleich eigentlich in den Topf schmeißen. Da muss vorher aber erstmal Öl rein. Da muss nämlich unten eine Ladung Öl rein, damit es schön durchzieht hier durch die ganzen Gemüse und natürlich auch durch das Fleisch nachher. Zur Sicherheit mache ich auch noch ein bisschen Wasser rein, damit wirklich nicht anbrennt. So, jetzt kann ich diese erste Ladung, die kann ich ja schon mal reinschmeißen hier. Dann habe ich hier mehr Platz. Man könnte auch noch eine rote oder eine bunte Zwiebel nehmen. Dann wird das auch im Topf noch ein bisschen bunter aussehen, aber wir wollen das ja nur essen. Ja, also Männer kochen ja eigentlich ungern, aber ich denke mal, dass das die Männer wohl gerne mögen, wenn sie so kochen könnten. Und man braucht da nicht lange irgendwie rumschnibbeln, man kann da einfach sowas reinpfeffern. Und fertig ist die Kiste. Ja, haben wir auch gleich geschafft, hier eine noch. So. So, nehmen wir mal das Hähnchen hier. Hühnchen. Ja, das ist ein ziemlich dunkles Fleisch von unseren Hühnern hier. Und das ist ein Ayam Kemani Huhn. Und dieser Geschmack von diesen Hühnern ist einfach hervorragend. Das ist so ein Geschmack wie Perlhuhn und Fasane. So dazwischen würde ich den Geschmack tippen. Deshalb kommt zum Hühnerfleisch auch nur etwas Salz und kräftig Pfeffer hinzu. Mehr nicht. So. Jetzt kommt das Ganze in den Topf. Wir schichten das da schon schön oben drauf, drüber her. Der schwere dreibeinige Topf aus Gusseisen dient zum Backen und Braten auf offenem Feuer. Er kommt direkt in die Glut. Ah, ist natürlich tierisch heiß jetzt. Und jetzt kriegt es von der Seite auch noch Wärme und ich packe jetzt von oben jede Menge Kohle oben drauf.
so viel wie geht. Ja, wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man dabei Handschuhe anzieht. Irmgard bringt das Gemüsebrot, das ebenfalls im Feuer gebacken wird. So, das Brot ist auch schon gut aufgegangen. Ja, das stellen wir am besten hier hin. Ich mache ein bisschen ja, drunter. Oh, das reicht schon. Das ist hier ziemlich auf der Ecke. Ja. Oh, sind die Füße da? Ja. So steht es ganz gut. Und jetzt mache ich da mal oben richtig was drauf. Dann sind die Sachen hier gleichzeitig fertig. Ja. Ja, dann können die Gäste kommen. Im Juli sind alle Starmanns am liebsten den ganzen Tag draußen. Gegessen wird oft mit Nachbarn und Freunden am Lagerfeuer. Ein so edles Gericht wie heute gibt es aber eher selten. Oh, super! Oh, voilà. Klasse. Das sieht gut aus. Ja, ehrlich. Eine halbe Stunde hat das Gemüsebrot in der Glut gestanden. Wenn am Holzstäbchen nichts mehr klebt, ist es gar. Perfekt. Hier noch ein Flügelchen. So, ganz junge Huhn. 10.000 Flugstunden oder so. Ja, Hähnchen weiß ich, aber Enten weiß ich. Enten ist man zu dritt. Zwei Enten und ich. Oh, danke schön. Nächste. Das so, riecht super Mutter, ein ganz schönes Stück. Ne? Mm. Ja, super. Wirklich prima. Mm. Dann trinken wir jetzt noch ein Bier und dann sehen wir weiter. Ja, mal auf das leckere Essen. Prost. 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 Für den Moment verlassen wir die Familie Starmann und gehen nach Lüneburg. Dort lebt eine ungewöhnliche Handwerkerin. Die Natur im Juli. Alles steht in Saft und Blüte. Kräftige Farben, einzigartige Strukturen und die unterschiedlichsten Formen inspirieren Textilkünstlerin Birgit Morgenstern. Für uns hat sich die Lüneburgerin etwas für die sommerliche Kaffeetafel ausgedacht. Ein handbedrucktes Set aus Tischdecke und Gartenkissen. Im sonnendurchfluteten Atelier ihres über 100 Jahre alten Hauses entstehen ihre Dekore. Mit viel Feingefühl schafft Birgit Morgenstern hier wirklich schöne Unikate. Handbedruckte Kissen, Tischdecken, Papiere und Tapeten. Vorbild für die meisten floralen Designs sind gezeichnete Naturstudien, gepresste Blüten, Gräser und Blätter, aber auch alte Fotografien und Schwarz-Weiß-Kopien. Die Motive für die Druckvorlagen kommen also aus ganz unterschiedlichen Inspirationsquellen. Inspirationen sind in erster Linie die Natur, der Garten, der hier direkt am Haus ist. Besonders interessieren mich die Strukturen und Formen der einzelnen Blüten und Gräser. Und ich nehme dann daraus einzelne, entweder ganze Blütenstrukturen oder Fragmente daraus. In der Druckwerkstatt bereitet Birgit Morgenstern die Farben für den Siebdruck vor. Die Designerin mischt ihre Farben selbst zusammen. Sie verwendet dafür eine Grundemulsion und gibt flüssige Pigmente in den Grundfarben Rot, Gelb und Blau dazu. So bestimmt sie den gewünschten Farbton für jeden Druck. Aus ihren Schwarz-Weiß-Vorlagen lässt sie diese Siebrahmen herstellen. Das ist ja hier meine Schwarz-Weiß-Vorlage und auf dem Sieb wird eine lichtempfindliche Masse aufgetragen, also so eine Emulsion ist das,
die an den weißen Stellen, wie sie hier zu sehen sind, nachher farbundurchlässig sind. Und die schwarzen Stellen sind dann hier auf dem Sieb farbdurchlässig. Zuerst wird die noch weiße Leinentischdecke möglichst glatt auf dem Drucktisch ausgelegt. Danach setzt Birgit Morgenstern das Sieb auf und gibt die Farbe dazu. Mit dem Holzrakel wird die Farbe verstrichen. Die Farbe muss möglichst gleichmäßig über das Sieb verteilt werden. Und die Farbe wird jetzt zweimal mitgenommen und zweimal ohne Farbe, also zweimal trocken gerakelt heißt das. Um ein fortlaufendes Muster auf dem Stoff zu erhalten, muss das Sieb mit dem Motiv immer wieder neu angesetzt werden. Bei dieser Tischdecke insgesamt 8-mal. Die Motive sind ja relativ reduziert auf den Stoff gedruckt. Das ist in dieser Einfarbigkeit auch sehr schön. Das passt auch sehr gut zu den Themen in der Natur. Beim Siebdruck erscheinen die Motive mal blasser, mal kräftiger. Aber das ist gewollt. Man hat eigentlich nur ein Motiv, was klein, groß, stark, schwach dargestellt ist. Das ist einfach mein Stil. Vielleicht kann man sagen, dass es immer auf hellen Hintergründen ist, weil dann auch letztendlich der Raum bei Tapeten, bei Stoffen auch noch zur Geltung kommen kann. Die Farbe ist jetzt draufgedruckt und muss jetzt noch trocknen, einmal. Und dann wird sie mit Hitze fixiert, das heißt durch Bügeln. 60 Grad ist dann die Farbe fest im Stoff verbunden. Liebevoll gefertigte Unikate als landfeine Alternative zur Massenware. Ein neuer Morgen beginnt bei Familie Starmann in Doren im östlichen Emsland. Der Juli ist die perfekte Zeit zum Basteln mit Blumen. Irmgard Starmann und ihre Freundin Maike zeigen, wie man Obstschalen aus Papier und Blüten herstellt. So 2-3 Blätter kann man sich da mal abnehmen und die müssen wir jetzt so klein wie möglich zupfen. Ja. Desto einfacher wird es hinterher mit dem Durchweichen. Das leuchtet ja schönes Gelb. Ja. Das kann man auch mit Zeitung machen, aber wenn man gleich mal so ein buntes Papier nimmt, wird es viel, viel schöner. Die Schnipsel werden mit Wasser eingeweicht und weiter zerrupft. In einer halben Stunde entsteht so ein Papierbrei, Pulpe genannt. Na, guck mal. Oh, schön kaltes Wasser. Fühlt sich gut an? Ja, es ist, saugt sich ganz schön schnell voll, das Papier. Ja. Na, guck mal hier. Guck mal, es leuchtet total doll. Jetzt wo es nass ist, noch viel mehr. Ne? Ja. Saugt sich gut voll. Ne? Ja, es fühlt sich schon gut an. Es wird schon so viel breiiger. Ja. Ich fand das ganz schön, jetzt ein buntes Papier zu nehmen, weil es so schöne Farben hat, so schön leuchtet. Man kann auch, wenn ich so Packpapier, braunes Papier, Zeitungspapier nehme, das kann ich hinterher auch anmalen. Ich habe hier auch die Möglichkeit, das nochmal mit dem Lack zu besprühen, damit es dann auch ein bisschen wasserfester ist oder wenn ich Obst hineinlege, dass es dann auch ein bisschen geschützter ist. Irmgards Freundin Maike hat sich für rosa Papier entschieden. Wem die Handarbeit zu mühselig ist, der kann auch zum Küchenmixer greifen. Getrocknete Blütenblätter, Stroh und Farne kommen in den Papierbrei und auf den Boden eines Siebs. Das Durchschlagsieb gibt der späteren Schale die Form.
ist gut durchgereicht. Ja, darf natürlich auch nicht zu dick werden. Das Trocknen dauert dann natürlich auch länger, wenn es so dick da drin ist. Muss man schon gucken, dass man das möglichst gleichmäßig verteilt. Naja, wenn da Obst drin sein soll, ne? Muss es ja auch eine gewisse Stabilität haben. Das Wasser wird nun immer wieder ausgedrückt. Maike verziert ihre Obstschale mit gepressten Blüten. Oh, guck mal. Oh, das sieht toll schön, aus. Ne? Ja, und die bleiben ja auch so gelb, weil wir die vorher getrocknet haben. Ja. So frische, die würden sich verfärben, die würden die bleiben. Ja. In Irmgards Schalenboden kommt die gepresste Blüte einer Klematis. Nun müssen die Schalen trocknen. Das kann bis zu 3 Tage dauern. Wenn man im Sommer durch den Garten geht, da gibt es so viele verschiedene Blumen und Blüten oder am Straßenrand. Das sind so leuchtende, tolle Farben, das kann man sich dann fürs ganze Jahr ins Haus holen. Und durch diese Größe der Formen und weil das Papier eben auch dicker da drin ist, hier hat man direkt Gegenstände, die man tatsächlich nutzen kann. So eine schöne Obstschale oder eine Schüssel für Schlüssel oder wo man Dinge reinstellen kann, das ist ganz nett. Eine Anleitung für diese Papierschalen finden Sie im Internet und im Videotext. Irmgard Stahmann und ihre Tochter Ellen sammeln Kräuter für eine selbstgemachte Butter. Sie möchten dafür wilde Kräuter verwenden, die überall auf dem Anwesen wachsen. Als erstes finden die beiden Klettenlabkraut. Willst du das mal in den Korb legen? Was klebt? Merkst du das? Häng das mal an dein Kleid, ob das kleben bleibt. Häng das mal da dran. Guck mal, so, guck. Deshalb sagen viele auch Klebkraut. Das klebt. Das sind so Haken dran. Das ist ja Kleber. Neben Klettenlabkraut sammeln Irmgard und Ellen noch Brennnesseln und Löwenzahn. Und entdecken eine Überraschung im Unterholz. Fasanenküken. Kaum sind sie nach dem Schlüpfen trocken hinter den Ohren, gehen sie auf Erkundungstour. 10 bis 12 Tage dauert es noch, dann können die kuscheligen Tollpatsche bereits fliegen. Guck mal, Ellen, ganz vorsichtig, das sind Fasanenküken, die dürfen wir nicht anfassen. Wieso dürfen wir die nicht anfassen? Damit die Mama die auch noch wieder nimmt, sonst riechen die so nicht mehr, wie sie vorher gerochen haben. Wir gehen mal ganz vorsichtig schnell weg. Und dann piepen die, dann können die ihre Mama wieder suchen. Komm, lass uns schnell weggehen, ganz vorsichtig. Wir haben hier sehr viele Tiere, viele Fasanen auch. Das kommt durch die Bepflanzung, durch viele Büsche. Wir haben ja eine Obstwiese, wir haben ganz viele Sträucher und Gehölze rund um den Hof herum. Und das bietet vielen Tieren Schutz. Und dann hat man auch die Möglichkeit, das zu beobachten. Früher gab es hier auf dem Hof eine Molkerei. Irmgards Schwiegermutter Paula Stahmann beherrscht noch die alte Art zu buttern. Paula Stahmann hat 1 Liter Rahm in das alte Butterfass gefüllt. Den stampft sie nun. Der Ferienhof der Familie heißt nicht umsonst zur alten Molkerei. Die Zimmer im Haus tragen Namen wie Milchlabor oder Butterstube. Wer zu Hause selbst Butter herstellen möchte, kann den Rahm auch mit einem Handmixer bei langsamer Geschwindigkeit schlagen. So spritzt es nicht so. Am besten war die Butter noch, wenn die Sahne etwas angesäuert war. Schmeckte die noch besser. Ach so, war das dann so eine Sauerrahmbutter? Ja, so ungefähr. Aber die war nicht direkt sauer, aber die schmeckte besser. Ja, es ist doch anstrengend, so lange stampfen. Ja, aber das dauert eben die Zeit. Ja. Was hast du da für Kräuter? Das ist so das, ja, im Grunde was Unkraut, was sich so eingestellt hat. Wir haben alles gesammelt, was da so wächst, für, ja, an Wildkräutern. Da ist Giersch drin, Klettenlabkraut, Löwenzahn. Löwenzahn und Brennnessel und heutzutage, was da alle reinkommt.
Das war für uns alle Gift. Das kannte man ja nicht. Löwenzahn haben wir gepflückt für die Kaninchen, aber nicht zum Essen. Aus dem 1 Liter Rahm wird etwa ein halbes Pfund Butter entstehen. Oh, schmeckt das schon nach Butter? Ja. So, dann geht's fertig. Nach über einer Stunde Stampfen haben sich die festen Bestandteile auf dem Boden abgesetzt und die aus dem Rahm gepresste Buttermilch wird abgegossen. Butter gilt als eines der ältesten Lebensmittel überhaupt. Entstanden ist sie wahrscheinlich durch Zufall. Auf rumpeligen Transportkarren wurden die Milchfässer stundenlang durchgeschüttelt. Schnell hat man gemerkt, wie lecker das dabei entstandene Gemisch schmeckt. Auch Hauskatze Clara ist ganz verrückt nach dem Leckerbissen und holt sich ihren Teil. So, jetzt muss man das noch zusammen drücken, dann kommt auch die Restflüssigkeit raus. Die sieht schön cremig aus. Ja, kommt immer noch etwas Flüssigkeit raus und das gießen wir ab. Oh ja. Jetzt müssen ja noch die Förmchen ins Wasser. Ja, muss man die vorher wässern? Ja. Die traditionellen Holzförmchen, auch Modeln genannt, werden gründlich gewässert, bevor die Frauen sie mit der frischen Butter füllen. Denn nur wenn die Modeln richtig mit Wasser vollgesogen sind, bekommt man die Butter nach dem Erkalten auch wieder aus dem Förmchen heraus. Das ist eine schöne grüne Butter. Sieht gut aus. Ja, es hat auch ein bisschen anderen Geschmack, weil wir jetzt Wildkräuter genommen haben und nicht die Gartenkräuter. Mhm. Ich habe keine Margarine als Kind gekannt. Ich weiß gar nicht, gab es schon Margarine? Nee, wir haben immer Butter gehabt. Ja. Langes und besonders kräftiges Getreide. Dafür ist Twistringen am Rand der Wildeshauser Geest seit Jahrhunderten bekannt. Hier im Strohmuseum hat sich Heike Paul einem alten Handwerk verschrieben, dem Strohhut machen. Echte Strohhüte aus Weizengeflecht herzustellen, das können nur noch sehr wenige. Heike Paul widmet sich seit 6 Jahren diesem Handwerk. Ich liebe einfach alte Handwerke und gerade die Strohhüte haben ein besonderes Klima, wenn man sie trägt. Man schwitzt nicht drunter und sie spenden Schatten, sind einfach schön zu tragen und sehen auch schick aus. Also ich persönlich trage im Garten einen Gartenhut wie diesen oder eben zum Ausgehen auch mal einen schickeren farbigen Hut. Trage gerne Hüte. Heute will Heike Paul für uns den klassischen Damengartenhut anfertigen. Dafür nimmt sie zuerst einen langen, vorgefertigten Streifen aus dünnem Strohgeflecht. Diese Strohstränge kann man kaufen. Damit sie sich besser verarbeiten lassen und sich später nicht verdrehen, zieht sie das angefeuchtete Material vorsichtig durch eine Presswalze. Also das Stroh hat eine natürliche Wachsschicht und dieses hier nennt man Strohgeflecht. Ist aus einzelnen Strohhalmen geflochten, hat natürlich diese Wachsschicht auch. Und ich muss es zum Verarbeiten unbedingt einfeuchten. Und damit das durch diese Wachsschicht gut eindringen kann, lege ich es schon einen Tag vorher in heißes Wasser. Und dann ist es eingeweicht, so dass ich es gut verarbeiten kann. Diese Wachsschicht braucht es aber nachher, damit der Hut auch mal einen Regenschauer ab kann, ohne dass er dann sofort die Form verliert. Heike Paul fertigt nun mit einer speziellen Strohnähmaschine das Kopfstück. Das ist der Teil, der später das flache Mittelstück des Hutes werden soll. Gerade der Anfang, der sogenannte Aufschlag, erfordert viel Übung. Wenn das nachher größer wird, das Werkstück, ist es einfacher. Aber der Aufschlag, der ist schon recht schwierig, weil er so klein ist. Schneckenförmig, von innen nach außen, näht die Strohhutmacherin das Geflecht zusammen. Das flache Kopfteil des Hutes ist fertig.
Jetzt muss ich Form in den Hut kriegen. Jetzt halte ich das einfach nach unten und so bekomme ich die obere Rundung in den Hut. Das ist allerdings nicht so einfach, wie es aussieht. Das erfordert viel Übung. Das ist eigentlich die große Kunst an dem Hutnähen. So, und ob ich das jetzt so richtig hingekriegt habe, das muss ich jetzt mal anprobieren auf meiner Holzform. Jetzt nehme ich es einmal unter raus. Setze es auf die Form und es passt sehr gut. Mit derselben Technik näht Heike Paul anschließend die Krempe des sommerlichen Strohhutes. Nach mehrmaligen Testen und Angleichen hat der Hut die richtige Form. Der Rohling ist nun fertig. Doch noch ist die Oberfläche des Hutes rau und feucht. Die Strohhutmacherin verwendet als nächstes eine alte Hutpresse. Das Gerät ist bügeleisenheiß und steht unter Druck. In der Presse wird dem Damengartenhut der letzte Schliff verpasst. Der Hut muss circa 2 Minuten in der Presse bleiben und das dient einfach der Festigkeit des Hutes, der Hutform. Der ist vorher als Rohling noch sehr bäulig und uneben und er kriegt dadurch seine endgültige Form und behält diese auch besser. Und ein zusätzlicher Effekt ist, wenn ich jetzt die Presse aufmache und den Hut hinausnehme, dann sieht man hier diese schönen Riffeln, die er bekommen hat, durch diese Pressform, die auch diese Riffeln hat. Die haben sich hier in diesen Hut reingedrückt. Einfache Strohhüte wie diese kennt man schon sehr lange. Früher erfüllten sie einen rein praktischen Zweck. Bei der anstrengenden Feldarbeit boten sie Schutz vor starker Sonne. Schon bald aber entdeckte man den Strohhut als modisches Accessoire. Bei Männern war er als Kreissäge bekannt und beliebt. Um 1900 trug jeder einen Strohhut. Es ging keiner ohne Strohhut aus dem Haus. Alleine für die Feldarbeit und die Gartenarbeit war er notwendig. Und wer besser gestellt war, hatte sogar noch einen zusätzlichen Ausgehhut. Und wer nicht so gut gestellt war, konnte sich nicht jedes Mal einen Friseur leisten, hat die Haare zusammengesteckt, die Frauen, hat einen Hut aufgesetzt und war schick ausgefertigt. Bis in die 60er Jahre hinein hielt die Erfolgsgeschichte des Strohhuts. Dann kam er außer Mode und die Kunst des Strohhutnähens geriet fast in Vergessenheit. Ihren eleganten Damengartenhut verziert Heike Paul noch mit bunten Bändern und Wachspapierblüten. Also was Selbstgemachtes in den Händen zu halten, mit so vielen Arbeitsschritten, das ist schon was ganz Besonderes. Und den dann noch zu tragen, das ist einfach, macht einen noch ein bisschen stolz. Wir sind wieder bei der Familie Starmann in Dohren im Emsland. Auf dem Ferienhof zur alten Molkerei wird vieles noch selbst gemacht, auch Heilsalbe aus Ringelblumen. Die Blüten sollten an einem sonnigen Morgen gepflückt werden, kurz nach dem Öffnen der Knospen, wenn der Pflanzensaft mit den Wirkstoffen aufgestiegen ist und die Blüten vom Morgentau getrocknet sind. Die Salbe braucht ein Fett als Basis. Bei den Starmanns kommt es vom Schwein. Irmgards Freundin Marilis will das alte Familienrezept kennenlernen, denn die Salbe hat sich schon oft bewährt. Pauls Bruder, der hatte früher, weil er ganz viel mit Holzschutzmitteln gearbeitet hatte, in seiner Ausbildung hatte der immer so Ausschlag an den Händen. Und dann hat Oma immer Ringelblumensalbe gemacht und das hat total gut geholfen. Und das ist sehr, sehr fetthaltig. Das Fett pflegt die Haut und die Wirkstoffe von der Ringelblume, die sind ja gerade gut für so Hautwunden, Ausschläge und, ja, ja. Und das heilt ja wirklich gut ab und ja, dann war das wieder weg. Hast du das früher auch immer gemacht? Aussehen? Er liebt mich nicht?
Wir haben das mit Gänseblümchen gemacht, da ging das ein bisschen schneller. Ja, oder Margariten. Oder Margariten, ja. Und es musste mal rauskommen, er liebt mich, ja. War ja ganz klar. Und dann, ja, wenn das manchmal nicht auskam, dann hat man mal so zum Schluss 2, 3, so dass das passte, gezupft. Und dann kam das immer richtig raus. Reichen die Ringelblumen? Oh ja, doch, die reichen. Man nimmt ja immer nur für 10 Gramm Ringelblumen 100 Gramm Fett und das passt genau, ja. Das Schweinefett, Flomen genannt, wird bei geringer Hitze in einer Pfanne langsam ausgelassen. Wenn wir das zu heiß stellen, dann wird es dunkelbraun. Und wir wollen es ja nicht anbraten, wir wollen es ja nur auslassen. Mhm. Und damit es möglichst hell bleibt, dann wird die Salbe auch schön hell. Mhm. Guck mal, da ist doch schon einiges ausgelassen. Ja, stimmt. Mhm. Das Bauchwandfett vom Schwein sollte man direkt beim Schlachter bestellen. Die übrig gebliebenen Grieben nochmal kross anbraten und dann schmecken sie gut auf frischem Brot. Grieben enthalten übrigens weniger Cholesterin als Butter. Das ausgelassene Fett für die Ringelblumensalbe ist wie gewünscht schön hell geblieben. Und jetzt kommen die da rein? Ja, jetzt können die Blüten da rein. Die Blütenblätter sollen im warmen Fett ihre Wirkstoffe abgeben. So, jetzt ist es ja schon gut durchgezogen nach einer halben Stunde. Können wir starten? Ja, können wir eingießen. Ja, durchs Tuch, damit es schön fein wird. Ein bisschen noch vorsichtig reingießen. Ringelblumensalbe ist ein einfaches Mittel der Natur, das jeder leicht nachmachen kann. Und es riecht gut. Man kann die Blüten wirklich richtig rausriechen. Ja, hast du recht. Mhm. Sieht super aus, ne? Das ist total klar geworden. Das gleich zumachen. Fällt auch nichts mehr rein. Ist die Salbe abgefüllt, sollte sie kühl aufbewahrt werden. Dann hält sie bis zum nächsten Sommer. Vor der Haustür der Familie Stahmann liegt das Hahnenmoor. Jahrhundertelang wurde hier Torf abgebaut. Heute ist es ein Naturschutzgebiet. Seltene Pflanzen sind hier heimisch geworden. Etwa der fleischfressende Sonnentau oder das Wollgras. Für Paul Stahmann und seinen Freund Alois ist das Hahnenmoor ein Ort, den sie immer wieder aufs Neue genießen. Am liebsten mit Freunden auf dem Rücken ihrer Pferde. Oh, hallo, hallo. Hallo. Wie ist das? Ja, geh auch mal runter. Prima. Ah, ich glaube, wir reiten jetzt mal die Richtung, oder? Ja, einmal ins Moor.